Guten Abend, Brandenburg, und ganz herzlich willkommen für die Kurzmeldungen zusammen mit mir im Studio, Christina Derli. Guten Abend. Ganz zu Beginn, wie immer, zunächst erst einmal ein Überblick. Das sind heute einige unserer Themen. Fehleranalyse. Politik befasst sich mit Polizistenmord. Wildschweinplage. Der Kampf ums Futter und die Folgen. Und Höchstgebote. Wer bitte kauft denn diese Insel? Der mutmaßliche Terroranschlag von London mit 4 Toten und etwa 40 Verletzten. Natürlich ist das auch ein Thema hier bei uns in Brandenburg. Zumal die Tat auch an den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz erinnert. Einmal mehr wird deutlich, wie angreifbar unsere freie Gesellschaft ist. Am Tag danach herrscht Trauer, aber auch Trotz. Wir haben keine Angst, das ist die Botschaft aus London. Und in Brandenburg? Carsten Krippal hat nachgefragt. Die Spurensuche in London ging heute weiter. Hinter dem Anschlag scheint die Terrormiliz IS zu stecken. Die Opfer kommen aus mindestens 11 Ländern, darunter auch eine deutsche. Die Fahne in England auf Halbmast. Das Schicksal der Toten und Verletzten bewegt auch die Menschen hier in Brandenburg. Ja, ich war schockiert. Ich komme auch aus London, also, aber nicht deswegen. Also, es hat mich in Berlin und Nizza und so genauso schockiert, ja. Also für mich ist das nicht Alltag geworden, mir macht das Angst. Also jetzt nicht Angst, dass das zu uns überschwappt, aber Angst, was aus unserer Welt geworden ist. Und das finde ich schlimm. Man guckt immer um sich und so. Ist wirklich so. Man bekommt ein bisschen Angst. Bewegt einen das noch? Ja, doch, das bewegt mich schon. Stumpft man ab bei dieser Gewalt überall? Ich hoffe nicht. Nein, nein. Man musste eigentlich immer schockiert sein. Ne? Wenn wir alle abstumpfen, dann wäre das schlecht. Viele Brandenburger sind derzeit noch in London. Und in den Reisebüros werden auch heute London-Trips gebucht. Wer in den kommenden Tagen eine Reise nach London plant oder schon vor Ort ist, sollte sich auf jeden Fall auf mehr Personenkontrollen und Straßensperrungen einstellen. Das heißt, unbedingt mehr Zeit für die An- und Abreise einplanen. Eine aktuelle Reisewarnung für London liegt jedoch nicht vor. Die Sicherheitslage in Brandenburg ist nach dem Terrorakt in London unverändert hoch. Die Gefahr ist sehr hoch. Es ist mit Anschlägen zu rechnen. Und eine wirksame Verhinderung kann eigentlich nur im Vorfeld passieren. Also wenn sich jemand ein LKW oder ein SUV besorgt hat, ist es im Regelfall zu spät. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wurde möglicherweise in der belgischen Stadt Antwerpen heute ein Anschlag verhindert. Ein Mann raste mit einem Auto durch die City. Menschen mussten zur Seite springen. Die Polizei nahm den Mann fest. Der Tod der beiden Polizisten vor gut 3 Wochen hat für viel Bestürzung gesorgt. Ein 24-Jähriger ist dringend verdächtigt, die beiden überfahren zu haben, nachdem er seine eigene Großmutter getötet haben soll. Warum war der Tatverdächtige überhaupt auf freiem Fuß? Er leidet offenbar an einer psychischen Erkrankung. Zudem hatte er gegen Bewährungsauflagen verstoßen. Wäre diese Tat also zu verhindern gewesen? Genau das wollte der Rechtsausschuss im Landtag heute wissen. Hanno Christ berichtet. Fehler, Fehlanzeige. Der zuständige Minister kann nicht erkennen, wo die Justiz versagt haben könnte und stellt sich im Rechtsausschuss vor sein Personal. Wir haben nichts bisher gefunden, wo wir aufsichtsmäßig eingreifen müssen. Der Fall ist dramatisch. Wir haben aber nicht feststellen müssen, dass Staatsanwaltschaft hier Fehler begangen hätte. Der Mann, der Ende Februar erst seine Großmutter getötet und 2 Polizisten überfahren haben soll, ist der Justiz bestens bekannt. Als drogenabhängiger, mehrfacher Gewalttäter. Wegen einer Schizophrenie aber gilt er als schuldunfähig. Im November vergangenen Jahres verurteilt ihn das Landgericht Frankfurt-Oder zu einer Bewährungsstrafe. Laut dem Urteil aber warnt ein psychiatrischer Gutachter, dass von ihm eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Doch der Gutachter glaubt eben auch, dass diese Gefahren durch weitere konsequent kontrollierte Medikamentierung und ein adäquates Behandlungskonzept auf ein für die Allgemeinheit erträgliches Maß minimiert werden. Kontrolle durch Behandlung also, das Gericht folgt diesem einen Ratschlag. Nun zweifeln die Abgeordneten, ob das reichte, andere verteidigen den Richter. Muss man auch sagen, dass das Gericht in dem Moment, wo es Zweifel hat, noch ein Zweitgutachten einholen kann. Aber es hatte in dem Moment keinen Zweifel gehabt und deswegen hat das Gericht so entschieden, wie es entschieden hat. Tragisch, aber es hat so entschieden und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Im vorliegenden Fall ist die Prognose, die abgegeben wurde, dann falsch gewesen. Das wissen wir heute, da wir die Rückschaumöglichkeit haben. Das Gericht wusste das im November 2016 nicht. Das Gericht ermöglichte dem Mann damit ein Leben in Freiheit. Das kann nicht jeder nachvollziehen. Warum wurde hier nicht sehr viel früher restriktiv gehandelt, um die Bewährungsauflagen
ich sage einmal, zu verstärken bzw. nochmal auf den Prüfstand zu ziehen, notfalls auch bei uns mit einer psychiatrischen Einweisung verbunden. Was Sie da ausgeführt haben, das langt mir irgendwie so nicht. Also wieso im Grunde genommen die Staatsanwaltschaft gegen dieses Urteil nicht vorgegangen ist. Sie hätten ja einfach nur Berufung einlegen können. Am Ende bleiben mehr Fragen als Antworten und ein Ausschuss, der an Grenzen stößt. Was ist aus Ihrer Sicht das größte Versäumnis gewesen? Das lässt sich abschließend noch nicht sagen. Welche Konsequenzen werden vor allen Dingen auch aus dieser Tat und diesen Tatumständen gezogen? Auf all diese Fragen haben wir heute keine Antwort bekommen. Und deshalb darf es hier auch keinen Schlussstrich geben, sondern es muss weiterhin auf der Tagesordnung des Rechtsausschusses bleiben. Fest steht, der Rechtsstaat hat dem mutmaßlichen Täter mehrfach eine zweite Chance eingeräumt. Offenbar eine zu viel. Wir kommen zu den Kurzmeldungen. Christina Derling. Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, war offenbar deutlich stärker in Netzwerke von radikalen Islamisten eingebunden als bisher bekannt. Das belegen Dokumente des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen, die dem RBB und der Berliner Morgenpost vorliegen. Danach hatte er unter anderem engen Kontakt zum Netzwerk des mittlerweile festgenommenen Predigers Abu Wallah. Dieser gilt als wichtigster Kontaktmann des IS in Deutschland. Die Dokumente relativieren damit Aussagen des Bundesverfassungsschutzes, wonach es sich bei Amri um einen radikalisierten Einzeltäter gehandelt haben soll. In der Konzerthalle in Frankfurt-Oder wird in diesen Minuten der 4. Kongress zur Polenforschung von Viadrina und Collegium Polonicum eröffnet. Mit dabei sind auch die beiden offiziellen Beauftragten für die Nachbarländer, Wojtke und Skiba. Insgesamt tauschen 300 internationale Experten ihre Forschungsergebnisse aus. Dabei geht es unter anderem um Polens Einfluss auf Europa. Polenforschung brauchen wir, um Europa und die Welt zu verstehen. Ich glaube, über Polen kann man tatsächlich Europa erklären. Polnische Geschichte ist nun nicht polnische Geschichte, sondern wir haben russische, osmanische, preußische, habsburgische Einflüsse. Der Kongress mit zahlreichen Podiumsdiskussionen und Führungen endet am Sonntag. Brandenburgs Abiturienten sollen ab dem Schuljahr 2018 nur noch 2 Leistungskurse belegen müssen. Damit setzt das Bildungsministerium einen Beschluss der Kultusministerkonferenz um, mit dem Abiturstandards deutschlandweit vereinheitlicht werden sollen. Seit einigen Jahren sind in Brandenburg 5 Leistungskurse Pflicht. Daran hatte es Kritik gegeben. Also diese 5 Leistungskurse wurden ja eingeführt, um eine möglichst breite Bildung der brandenburgischen Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Und nach all dem, was ich jetzt auch besprochen habe mit den Schulleitern, mit den Kollegen, die in der gymnasialen Oberstufe arbeiten, kommt aber doch sehr stark raus, dass man damit manche Unterrichtsziele und Prüfungsvorbereitungen nicht erreicht. Und wenn das Ergebnis sein sollte, einer Reform, die eben auf 5 Leistungskursen beruht, muss ich sagen, sollte man es in der Tat korrigieren. Vor der Sitzung des Bildungsausschusses protestierten Eltern und Schüler aus der Lausitz gegen eine Änderung der Schulverordnung. Sie sehen durch die Neuregelung den Unterricht in sorbisch-wendischer Sprache in Gefahr. Die Lausitzer übergaben Minister Baske selbstgemalte Bilder, Protestbriefe und eine Unterschriftenliste. Sie wehren sich gegen Pläne, sorbisch-wendische Lerngruppen nur noch dann einzurichten, wenn mindestens 12 Kinder daran teilnehmen. Wir sind eine Minderheit. Oftmals sind deutlich geringere Kinderzahlen in diesen Klassen. Unsere Kinder haben aber als geschützte Minderheit verfassungsmäßig in Brandenburg verankerte Rechte, auch gestützt durch die Europäische Minderheitencharta. Und deshalb können wir nicht an Zahlen wie Effektivität oder anderen Kriterien gemessen werden, sondern wir gehören in die Lausitz. Baske entgegnete, die Zahl 12 sei bereits vom Tisch. Für einen weiteren Entwurf wolle man sich am sächsischen Modell orientieren. Im Freistaat müssen lediglich 5 Schüler teilnehmen, damit der Unterricht zustande kommt. Ärzte werden gerne mal als Halbgötter in Weiß bezeichnet. Am Ende sind sie aber auch nur Menschen und Menschen machen bekanntlich Fehler. Bei Ärzten sind das dann Behandlungsfehler, teilweise mit schwerwiegenden Folgen. Im Regelfall für die Patienten, nicht für den Arzt. Aber, um es mal klar zu sagen, die Gefahr, Opfer eines Behandlungsfehlers zu werden, ist hier bei uns gering. Das zeigt auch die heute veröffentlichte Statistik der Landesärztekammer. Nina Bettnatz. Kniegelenke werden hier am laufenden Band eingesetzt, so wie heute Nachmittag. Die Potsdamer Oberlin-Klinik ist führend bei orthopädischen OPs in Brandenburg und Berlin mit 5000 Eingriffen pro Jahr. Jeder Chirurg operiert hier also richtig viel.
Wenn Sie etwas häufig machen, können Sie es besser. Deshalb bin ich ein großer Fan von Mindestmenge, und zwar Mindestmenge nicht nur auf Ebene des Krankenhauses, sondern auch natürlich Mindestmenge auf Ebene des Operateurs. Also was nutzt Ihnen das, wenn das Krankenhaus einen Eingriff 100 Mal im Jahr durchführt? Und das machen aber jetzt 10 Leute. Dann hat ja jeder nur einmal im Monat die Chance, eine Operation durchzuführen. Behandlungsfehler sind in der spezialisierten Oberlin-Klinik sehr selten. Und auch landesweit gehen sie zurück. So gab es in Brandenburg im vergangenen Jahr 251 Anträge bei der Schlichtungsstelle. In 27% der Fälle wurden tatsächlich Behandlungsfehler festgestellt. Selten sind Behandlungsfehler auch bundesweit, wie die Bundesärztekammer heute in Berlin bestätigt. Ich will mal einen Vergleich bringen. Ein Bürger, der in ein Flugzeug steigt, hat das Risiko, bei einem Flugzeugabsturz umzukommen, auch im 0,00-Promille-Bereich. Aber der Puls geht hoch beim Bürger, wenn das Flugzeug die Maschine anwirft und auf die Startbahn rollt. Und genauso ist es natürlich das subjektive Empfinden eines Patienten im Krankenhaus vor einer Operation. Die Landesärztekammer Brandenburg befürwortet zwar auch Mindestmengen bei OPs, bezweifelt aber, dass in kleinen Häusern in ländlichen Regionen mehr Behandlungsfehler passieren als in großen Kliniken. Schriftlich teilt man uns mit: Wie erfolgreich ein Operateur ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, sicher aber nicht davon, ob er in Cottbus, Potsdam oder auf dem Land operiert. Jeder Arzt muss sich Fortbildungsmaßnahmen unterziehen, um auf dem aktuellen Stand seines Faches zu bleiben. Viel operieren und sich regelmäßig fortbilden, das kann Behandlungsfehler also weiter reduzieren. Denn jeder Einzelne ist einer zu viel. Brandenburg leidet unter einer Wildschweinplage, ganz besonders nördlich von Potsdam in der Döberitzer Heide. Da ist die Population förmlich explodiert. Das ist ein großes Problem für die Anwohner und Landwirte, aber noch ein viel größeres Problem für die Wildschweine selbst. Die fressen sich gegenseitig das Futter weg. Viele Tiere sind inzwischen unterernährt. Jana Wochnick berichtet. 16 Kilo, hochgradige Abmagerung, nicht verwertbar. Kommt gleich rein in eine Tonne. Zu klein, zu mager, zu schwach. Wäre es ein harter Winter gewesen, diese Wildschweine wären gestorben. So hat sie Wildhändler Alfred Schreinecke einem Jäger abgekauft. In dieser Woche waren es 11, davon hat er 6 wegen Unterernährung entsorgen müssen, nicht verwerten können. So geht das seit Monaten. Durch die Nichtbejahrung ist ja ein sehr hoher Wildbestand angefallen und die Eichen und so oder das Eichen- und Bucheneckern, die reichen anscheinend nicht aus, um diese vielen Wildschweine satt zu machen. Die mageren Tiere kommen aus der Döberitzer Heide. Der Wildschweinbestand ist inzwischen zu groß in ganz Brandenburg, besonders aber in Naturschutzgebieten wie dem Nationalpark Odertal und der Wildniskernzone der Döberitzer Heide. Die Jagd hier ist eingeschränkt oder ganz verboten, also vermehren sich die Tiere stark. Im Kampf um Futter durchstöbern die Schweine Wiesen, Felder, Wege, zum Ärger der Anwohner und Landwirte. Im Herbst säte Familie Roden teuren Bio-Roggen aus. Jetzt ist die Hälfte ihres Feldes in Fahrland im wahrsten Sinne des Wortes umgepflügt. Wir hätten hier auf diese Fläche ja zwischen 4 und 4,5 bis 5 Tonnen ernten können. Aber wenn Sie selbst sehen, wie hier mit den Flächen das aussieht, können Sie sich ausrechnen, was wir hier noch ernten. Also da ist die Arbeit und die Leistung, die hier auf der Fläche vollzogen ist, gleich null. Bis zu 20% Wildschäden beklagen die anliegenden Landwirte inzwischen. Betreiber der Döberitzer Heide ist die Sielmann-Stiftung. Sie sieht das wachsende Problem und hat jetzt einen sogenannten Betriebsplan erarbeitet. Gemeinsam mit Bundesforstchef Rainer Entrup, der Veterinäre des Landkreises, Landwirte und Jagdbehörde an einen Tisch brachte. Das heißt, wir gehen in die Fläche, versuchen unter den Bedingungen der Wildniskernzone möglichst viel Schwarzwild in kurzer Zeit zu entnehmen. Warum ist das so kompliziert? Weil da drin Pritzwalski-Pferde leben, da leben Wisente drin. Man kann nicht mit Hunden jagen, man kann keine Treibjagd machen. Man muss also im Ansitzverfahren mit geübten Leuten möglichst schnell viel Wild entnehmen und dann wieder die Fläche verlassen. Im Brandenburger Jagdjahr 2016-17 wurden 70.000 Wildschweine erlegt. Das zeigt, wie groß die Population ist. Die oberste Jagdbehörde appelliert weiter an Jäger, alle Möglichkeiten auszuschöpfen und auch alte Riten aufzugeben, wie Bachen zu schonen. Wenn die Frischlinge nicht mehr die Streifen haben, wenn sie also braun sind, dann bedürfen sie der Führung der Bache nicht mehr zwingend. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dann können auch Bachen erlegt werden mit der gebotenen Maß an Rechtssicherheit.
Bundesforstchef Rainer Entrup warnt aber auch die Anwohner. Komposthaufen und Biotonnen an frischen Wiesen vor dem eigenen Zaun locken hungrige Schweine immer näher zum Menschen, also dorthin, wo nur selten gejagt werden darf. Der Traum von der eigenen Insel. Heute gab es mal die Gelegenheit und das gleich doppelt. Eine große und eine kleine im Scharmützelsee kamen unter den Hammer. Kleiner Haken an der Geschichte, mit den Inseln ist eigentlich so gut wie gar nichts anzufangen. Trotzdem wurde für die eine ein Mindestgebot von 20.000 Euro aufgerufen. Markus Woller und Ulrike Steinbach zeigen uns, was danach passierte. 83.000 am Telefon. 86.000 gibt es ein höheres Gebot als 98.000. Nach gut 20 Minuten war die 100.000-Euro-Marke genommen. Ein Ende nicht in Sicht. Ungläubiges Staunen nicht nur bei Brandenburgs NABU-Chefin Christiane Schröder. So viel Geld für den großen Wern. Eine von zwei Inseln im Scharmützelsee, die der Bund teuer verkaufen wollte. 18.000 Quadratmeter groß, unberührte Natur. Die Interessenten standen schon seit Wochen Schlange. Es interessieren sich alle möglichen Leute. Es interessieren sich Ortsansässige. Es interessieren sich, wir haben auch ganz viele Menschen aus Süddeutschland, die große Naturliebhaber sind und sich sagen, okay, wenn ich die Insel hier erhalten kann, ich lasse einfach so liegen, wie sie ist. Dabei sind die Inseln eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Sie stehen im Landschaftsschutzgebiet, bauen, Bäume fällen, eine gewerbliche Nutzung, alles verboten. Der kleine Wal wird zudem von hunderten Kormoranen besiedelt. Was Bieter damit anfangen könnten, für Urbazaroer Erhard Radzimanowski kaum zu erklären. Wenn sie darauf gehen, entweder sie fallen da um oder sie sind nach ein paar Sekunden verlassen sie wieder die Insel. Es ist da so geruchsbelästigend durch den vielen Kot und den Ammoniak, der da mehr oder weniger freigesetzt wird, kann man da ja überhaupt gar nichts irgendwie sich da aufhalten. Dennoch, bei der Versteigerung in Berlin waren die Inseln heute die Top-Immobilien. Der NABU bot mit einer von Stiftern und Sponsoren gefüllten Kriegskasse mit. Weil es uns wichtig ist, dass diese Inseln tatsächlich für den Naturschutz und als Natur gesichert werden und bestehen bleiben. Und wir gerade bei der Lage natürlich schon Bedenken haben, dass da der ein oder andere Immobilienspekulant sich dann was anderes darunter vorstellt, was er mit den Inseln machen kann. Gegen die finanzstarken Bieter aber war für die Naturschützer nichts zu holen. Zwei Konkurrenten trieben die Preise in die Höhe und teilten sich am Ende die Inseln auf. Gibt es ein höheres Gebot? 115.000 Euro sind geboten. 115.000. Gibt es ein höheres Gebot? 128.000 Euro zum dritten. Der kleine Wal ging für 40.000 Euro über den Tisch. Wer die Bieter sind und was sie vorhaben, das wollten sie uns heute nicht sagen. Der NABU aber hat schon mal kein gutes Gefühl. Wer so viel Geld hat, um für Inseln mit dem Schutzstatus so viel auszugeben, das macht mir dann schon Angst, was aus den Inseln werden soll. Erhard Radzimanowski hat weniger Sorgen. Er hofft auf zwei Prestigekäufer. Getreu dem Motto: Wer sein Geld nicht kann sehen liegen, kauft sich Tauben und lässt sie fliegen. So, dann wäre das auch geklärt. Von der Insel wieder aufs Festland. Der nächste Einsatz für unseren blauen Robobus steht an. Morgen geht's los mit Stefan Sperfeld. Der Märkische Landweg in der Uckermark. Zertifizierter Wanderweg, Tourismusmagnet und einer der schönsten Naturpfade in Norddeutschland. Hier am Zentsee in Lüchen führt er direkt am Wasser entlang. Doch genau hier könnte der Uferweg bald gesperrt sein. Die Stadt plant, das Wegstück an einen Privatinvestor zu verkaufen. Manch Bürger ist skeptisch. Also für mich würde sich das so anfühlen, als würde man die Lüchner Bürger einfach enteignen und keine Rücksicht so auf ihre Befindlichkeiten nehmen. Die Stadt setzt dagegen, es locken millionenschwere Investitionen. Denn der potenzielle Käufer des Uferwegs hat auch das angrenzende ehemalige Heilstättengelände im Blick. Dort sollen Seniorenresidenz und Wellnesshotel entstehen. Wenn Sie das Thema spannend finden, dann kommen Sie doch einfach vorbei. Wir treffen uns morgen hier in Lüchen und diskutieren ab 15 Uhr vor Ort. Treffpunkt wird dann ein bisschen oberhalb des Weges auf der Martin-Bachhuber-Straße sein. Und dort werden alle Beteiligten zu Wort kommen. Ja, mehr dann dazu bei uns am Sonnabend in Brandenburg aktuell. Christina übernimmt wieder mit weiteren Kurzmeldungen vom Tag.
In der Debatte um die Kreisreform gibt es weiter Streit über die finanziellen Auswirkungen für die bislang kreisfreien Städte Cottbus, Frankfurt-Oder und Brandenburg an der Havel. Das Finanzministerium stellte heute im Haushaltsausschuss allein für Cottbus eine jährliche Entlastung von bis zu 20 Millionen Euro in Aussicht. Vertreter der Stadt Cottbus bezweifeln das aber. Nach ihrer Ansicht wird durch die Kreisreform die Verwaltung nicht einfacher und billiger, sondern komplizierter und teurer. Insgesamt 87.000 Tonnen Eisenschlamm haben die Bergbausanierer der LMBV aus dem Spreewald gebaggert. Das entspricht mehr als 600.000 gefüllten Badewannen. Unter anderem dadurch sei die braune Spree insgesamt klarer geworden. Das hat die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft heute vor dem Braunkohlenausschuss in Cottbus erklärt. Umweltschützer kritisieren die Maßnahmen aber insgesamt als unzureichend. Vor allem gegen die Verockerung bei Spremberg müsse deutlich mehr getan werden, erklärten sie. Die Eisenbelastung der Spree ist eine Folge des DDR-Tagebaus in der Lausitz. Für das Bodenpersonal an den Flughäfen Frankfurt am Main, Düsseldorf und Köln sind Tarifabschlüsse erreicht worden. Verdi vereinbarte mit den Arbeitgebern neue Stundenlöhne zwischen 1,15 Euro und 2,10 Euro an den jeweiligen Standorten. Für die gut 2000 Beschäftigten an den Flughäfen Schönefeld und Berlin-Tegel ist am Montag mit Vermittlungsgesprächen begonnen worden. Für die Dauer der Verhandlungen verzichten die Tarifparteien auf weitere Streiks. Der Sandmann erweitert seinen Sprachschatz. Neben Deutsch und Sorbisch kann er nun auch Gebärdensprache. Ab dem 3. April gibt es das Angebot für Gehörlose online und auf der Sandmann-App. Der RBB produziert dieses Angebot zusammen mit dem Zentrum für visuelle Kommunikation der Gehörlosen. Kinder und Jugendliche stehen dort als Gebärdendolmetscher vor der Kamera. Ich bin sehr froh, hier mitmachen zu können, dass ich hier aufgenommen werde, sagt Maurice. Untertitel, meint er, sind zwar sehr wichtig für Gehörlose, aber die Mehrzahl möchte lieber Gebärden sehen. Gäste aus aller Welt, das ist in einem Hotel was völlig Normales. Auch das Personal ist in der Tourismusbranche häufig mal auch bunt gemischt. So bunt wie im Templiner Ahornsee-Hotel ist es aber wahrscheinlich doch eher selten, zumindest hier bei uns in Brandenburg. Und, so berichtet mein Kollege Ricardo Wittig, es funktioniert, wenn auch nicht immer ganz reibungslos. Der Grund für den Erfolg: motiviertes Personal, darunter auch Flüchtlinge. Hi, Joseph. Für Hassan beginnt die Spätschicht. Vor einem Jahr ist er als Flüchtling aus Teheran nach Deutschland gekommen. Heute arbeitet er im Ahornsee-Hotel in Templin. Ein Traumberuf für den Iraner. Im Iran habe ich auch ein Restaurant. Jetzt meine Vater und mein großer Bruder ist Chef und da. Und jetzt schon sechs Jahre oder fast 6 Jahre ist mein Lieblingsjob. Das Rumsitzen im Asylbewerberheim, das war nichts für Hassan. Nach nur kurzer Zeit klopfte er an die Hoteltür und fragte nach einem Job. Ein Glücksgriff, meint seine neue Chefin. Er ist offen, er ist gastorientiert, serviceorientiert, freundlich. Und das ist jemand, der quasi die Wünsche von den Augen abliest. Und genau das brauchen wir. 135 Mitarbeiter, 400 Zimmer, bis zu 800 Gäste und so bunt wie die Außenfassade des früheren FDGB-Hotels, so bunt ist inzwischen auch das Team. Russisch, Deutsch, Ungarisch, Hindi, Polnisch, Dominikaner. England, wie gesagt, ja? Ja. Ich hoffe. Dass hier Menschen aus 12 verschiedenen Nationen inzwischen eine Arbeit haben, liegt auch am Fachkräftemangel. Im Moment werden zum Beispiel 2 Köche gesucht. Ja, wird immer schwieriger, deutsches Personal zu bekommen. Jetzt hier. Viele möchten nicht mehr Schichten arbeiten. Ne? Und die, die gut sind, die wollen immer in die weite Welt hinaus. Kirschgötterspeise für das Abenddessert. Ahmad aus Syrien will hier eine Ausbildung beginnen. Ob er dafür geeignet ist, das soll er in diesen Tagen beweisen. Auch Praktikanten aus Pakistan, Kamerun oder Somalia waren beschäftigt. Problemfrei funktioniert die Integration nicht. Es ist schon harte Arbeit und es verlangt meinem Team schon eine hohe Konzentration ab. Gerade was die Sprachbarriere anbelangt, die fehlenden Fachkenntnisse, aber auch die Mentalität. Trotzdem ist es für die Hotelmanagerin eine spannende Aufgabe, auch wenn es nicht immer gelingt, Neuankömmlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Hassan hat es geschafft und Spaß an seinem neuen Job.
Tasse Kaffee. Ich mache immer Lachen. Das ist nicht jetzt, das ist nicht Lüge lachen. Das ist, ich lache mit im Herz. Und das kommt gut bei den Gästen an, denn die wollen gutes Essen und freundliches Personal. Und damit sind wir beim Wetter angekommen. So könnte es mal an dem Ort aussehen, an den wir Ulrike Fink heute geschickt haben. Aber die hat sowieso erstmal überhaupt nichts zu sehen bekommen. Noch sitze ich hier im trockenen, warmen Auto, aber gleich geht's raus in den Regen. Wir sind im Norden von Potsdam. Outdoor ist heute das große Thema. Entschleunigen und Spaß haben. Dazu bin ich verabredet mit Gregor und Daniel. Da stehen sie schon. Ja, und da bin ich mal gespannt, was jetzt gleich auf mich zukommt. Ne? Ja. Tag. Hallo. Dann gleich hier mal Augenbinde anlegen, bitte. Augenbinde anlegen. Ja, na dann nicht mit allen Sinnen genießen heute, nein? Nee. Gut. Sobald wir die ausschalten, werden die anderen Sinne wacher. Okay, gerade komme ich mir ein bisschen vor wie im Kindergarten in zweier Reihe aufstellen. Einfach vertraut auf. Okay. Gut. Ha. Es ist matschig. Bestimmt ein sehr schönes Bild auch gerade. Ne? Holt ihr alle Gäste dann so ab, die was draußen erleben wollen? So viele Augenbinden haben wir leider nicht da. Man kann hier auch einfach sehend herkommen. Im Stechschritt geradeaus. Fühlst du einen Unterschied entgegen zum Sehenden gehen? Aber selbstverständlich, ich glaube, das sieht man auch. Ich halte hier immer noch die Hand, fühle mich so viel besser. Wir machen jetzt erstmal den Wetterübergang für heute Nacht und morgen. Da wird es deutlich schöner, da kann man auch mal ins Wasser fallen. So, und jetzt runter mit dem Ding, ne? Runter mit dem Ding. Mach selber ab und langsam die Augen auf. Oh, schön hier. In der Nacht zum Freitag bleibt es trocken. Im Norden gehen die Temperaturen aber bis auf minus 2 Grad zurück. Am Tag lässt sich dann endlich wieder die Sonne blicken bei angenehmen Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. Jetzt sehe ich ja wieder und wie man sieht, sieht man noch gar nicht so viel. Aber am 1. Mai hat sich das hier komplett geändert, ne? Richtig. Wir haben jetzt die Fallschirmkappe nur genommen, um einen Tippi anzudeuten. Am 1. Mai werden hier 5 weiße Tippis stehen, 6 Meter hoch, mit Indianermotiven bemalt. Dann kann man hier den ganzen Sommer über Veranstaltungen machen? Genau, wir machen dann Veranstaltungen verschiedener Themen und Länge, wobei wir so kurzweilige Veranstaltungen machen wie einen Schnitznachmittag, wo man einfach mal sieht, dass auch ein 4-jähriges Kind mit einem Messer schnitzen kann. Oder mal einen Männerabend, wo es halt darum geht, mal Baumstämme zu schmeißen, eine Axt durch die Luft zu wirbeln und ja, vielleicht auch viel Bier trinken, weil man kann hier übernachten und nächsten Morgen dann auf Arbeit fahren. Herrlich. Und das dann hoffentlich bei schönerem Wetter, obwohl das Wetter, das wird ja jetzt schon schöner hier erstmal die Aussicht. Ne? Und dann geht er ins Wasser. Es bleibt schön und sonnig. Die Temperaturen steigen am Montag sogar bis auf angenehme 14 Grad. Dass es sich hier bei den Männern auf der Wiese um echte Outdoor-Jungs handelt, sieht man spätestens jetzt. Richtig. Und solche Veranstaltungen soll es bei uns auch geben. Und bei uns lebt ja alles vom Vormachen. Von zur weißen Veranstaltung. Übrigens, hier die Rede ist gut. Ja, ein bisschen kalt. Aber wie man auch früher schon gesagt hat, Hauptsache sexy. Würdest du auch machen? Nee, das wohl nicht. Ne? Können Sie übrigens mal zu Hause nachmachen. Vergessen Sie aber nicht, ein Foto davon zu schießen. Ja, vielen Dank, Ulrike. Denen hier würde das jetzt nichts ausmachen. Ulf Bühring aus Erkner schickt uns dieses Mandarinen-Entenpärchen. Wir sind wirklich so. Herzlichen Dank dafür. Ja, das war's von uns für heute. Hier geht's gleich weiter mit der Tagesschau. Und danach wie immer unser Krimi-Donnerstag im RBB. Heute Stahlnetz ausgelöscht. Ein spannender Fernsehfilm. Ja, wir sind dann morgen wieder für Sie da, dann mit Marc Langebeck an dieser Stelle. Christina bleibt Ihnen erhalten. Wir wünschen Ihnen einen entspannten Abend. Tschüss, bis morgen. Tschüss. Der Dresdner Stadtrat berät in diesen Minuten über eine ambitionierte Idee. Ungewöhnliche Piste. Gibt es 2018 einen Skiweltcup mit Canaletto-Blick? Außerdem schmerzhaftes Debüt. Neunationalspieler Timo Werner fällt für mindestens 3 Bundesligaspiele aus. Und gefragte Kulisse. Märchenfilm nach Johann Wolfgang von Goethe wird in Görlitz gedreht. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Tino Böttcher. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
Die Stadt Dresden ist ja für eine ganze Menge berühmt, für ihre tolle Altstadtkulisse, für Kunst, Kultur, Geschichte. Als Wintersportort jedoch, nein, dafür ist Dresden mit Sicherheit nicht bekannt. Also noch nicht, denn es gibt Pläne, schon im kommenden Jahr den Weltcup im Skilanglauf nach Dresden ans Elbufer zu holen. Die Weltelite im Skilanglauf zwischen Carola-Brücke und japanischem Palais. Das klingt unwirklich, könnte aber schon bald Realität sein. Die Bilder des Imagefilms verheißen schon jetzt Großartiges. Traumhafte Kulisse, viel Schnee. Die Route bereits ausgetüftelt, Kilometer entlang der Elbe. Bilder, die Dresden gut stehen, findet auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Ich finde es eine schöne Idee, mal Dresden von seiner schönsten Seite im Winter zu zeigen, wo ja für uns ein Stückchen sonst saure Gurkenzeit ist, nicht so viele Touristen kommen. Und da kann man noch mal richtig die Stadt in Szene setzen. Doch noch steht das Projekt vor einer großen Herausforderung. Der Stadtrat muss über die Finanzierung entscheiden. Denn so ein Event kostet natürlich Geld, 1,2 Millionen Gesamtetat. Mit der Vorlage, die heute im Stadtrat behandelt wird, ist vorgesehen, dass die Stadt 300.000 Euro dazu gibt und ähnliche Summe vom Land und am Ende der Großteil aber auch von Sponsoren und Privatwirtschaft. Das wirtschaftliche Risiko trägt nicht die Stadt, sondern tragen die Veranstalter. René Kindermann und Thorsten Püschel, beide erfahrene Sportjournalisten. Es ist ihr erstes gemeinsames privates Projekt. Sie sprechen heute im Stadtrat vor. Vor der Kamera wollen sie sich aber erst äußern, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Und darüber sind sich noch längst nicht alle einig. Im Augenblick wird hier in Dresden über die Erhöhung der Gebühren für die Nutzung von Sportstätten diskutiert. Und gleichzeitig sollen wir einen sechsstelligen Betrag ausgeben, um so ein Event zu finanzieren. Und da mache ich schon ein Fragezeichen dahinter, ob da die Prioritäten richtig gesetzt werden. Wie solch ein Event auch in anderen Großstädten funktionieren kann, zeigt Düsseldorf. Hier fand zuletzt 2011 der Weltcup statt. Trotz Regen und genau wie in Dresden angedacht, mit künstlichem Schnee. Ob man solch ein Event in der Elbstadt finanziell unterstützen will, entscheidet in diesen Minuten der Stadtrat. Stimmt er zu, dann wäre die erste Hürde geschafft. Ob der Ski-Weltcup 2018 dann wirklich nach Dresden kommt, entscheidet sich aber erst im Mai. Sobald der Dresdner Stadtrat eine Entscheidung getroffen hat, erfahren Sie es bei uns im Internet sowie bei den Kollegen von MDR1 Radio Sachsen. Wir bleiben noch einen Moment in Dresden, wo heute eine juristische Auseinandersetzung zwischen der NPD und dem Politologen Steffen Keilitz in eine neue Runde gegangen ist. Der Politikwissenschaftler hat in einem Beitrag behauptet, die NPD plane rassistisch motivierte Staatsverbrechen. Dagegen hat die Partei geklagt und nun ist es Aufgabe des Landgerichtes Dresden, darüber zu entscheiden, ob Keilitz' Äußerungen von der Wissenschafts- und Meinungsfreiheit gedeckt sind. In der Hauptsache geht es um dies. Äußerungen des Wissenschaftlers Steffen Keilitz vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in einem Meinungsartikel der Wochenzeitung Die Zeit. Keilitz forscht auf dem Gebiet seit nunmehr 10 Jahren, analysierte das Parteiprogramm der NPD. Darin heißt es unter anderem: Grundsätzlich darf es für Fremde in Deutschland kein Bleiberecht geben, sondern nur eine Rückkehrpflicht in ihre Heimat. Und weiter: Die NPD fordert deswegen eine gesetzliche Regelung zur Rückführung der derzeit hier lebenden Ausländer. Der Politikwissenschaftler schließt daraus, dass die NPD rassistisch motivierte Staatsverbrechen plane. Sie will 8 bis 11 Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben, darunter mehrere Millionen deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Darf der Extremismusforscher das so benennen? Darf er die Begriffe Vertreibung und Staatsverbrechen im Zusammenhang mit der Programmatik der NPD nutzen? Ist das eine Meinung im Bereich der Wissenschaft oder ist es eine Tatsachenbehauptung, die juristisch strenger ausgelegt wird? Rechtlich ist eine Tatsachenbehauptung etwas, was man 1:1 mit naturwissenschaftlichen Mitteln beweisen kann. Das ist hier nicht gegeben. Das haben alle Gerichte bisher so gesehen, weil es eine Bewertung der programmatischen Aussagen der NPD ist. Die NPD sieht das anders, will mit ihrer Klage verhindern, dass der Extremismusforscher seine Äußerungen wiederholt. Sie legte in der Verhandlung vor der Pressekammer des Landgerichts ihre Sicht der Dinge dar. Also ich habe ja umfangreiche Ausführungen gemacht, habe auch noch mal klargestellt, dass wir keine Staatsverbrechen planen, dass wir keine Vertreibungen planen, dass sich das nirgends weder aus dem Parteiprogramm noch aus Äußerungen unserer Funktionäre ergibt. Und dennoch, der vorsitzende Richter am Landgericht signalisierte, dass der Extremismusforscher seine Thesen über die NPD weiterhin öffentlich vertreten darf. Damit schließe man sich einer Entscheidung des Landgerichts Berlin an, das jüngst ähnlich entschieden hat.
Ich gehe mit dem Gefühl aus der heutigen Verhandlung, dass ein Schlusspunkt gesetzt wurde, dass das Urteil vor dem Landgericht Dresden zu unseren Gunsten, also zu meinen Gunsten konkret ausgeht und zugunsten der Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit in Deutschland. Die offizielle Entscheidung soll Ende April verkündet werden. Die NPD ihrerseits hat bereits angekündigt, notfalls bis nach Luxemburg vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen. Von Dresden nach Prag in weniger als einer Stunde. Trotz der inzwischen fertiggestellten Autobahn ist diese Zeit mit dem Auto nicht zu schaffen. Mit der Bahn jedoch soll das irgendwann möglich sein. Seit Jahren schon gibt es ja Pläne für einen Neubau der Strecke. Ein milliardenschweres Projekt, das durch Geld vom Bund und der EU finanziert werden soll. Herzstück soll ein 26 Kilometer langer grenzüberschreitender Tunnel im Osterzgebirge sein, durch den sich beide Seiten, Deutschland und Tschechien, auch weniger Lärm fürs Elbtal erhoffen. Noch aber steht dieses Projekt am Anfang. Unter anderem fehlt eine Finanzierungszusage durch den Bund. Und heute nun ist der sächsische Verkehrsminister Dulich gemeinsam mit tschechischen Kollegen nach Österreich und Südtirol gereist, zu einer vergleichbaren Baustelle, wo gerade der längste Eisenbahntunnel der Welt entsteht. Mit dem Bus geht es hinein, Kilometer tief ins Gebirge, in die Alpen, oben drüber der Brenner. Seit 10 Jahren wird hier bereits gegraben am längsten Eisenbahntunnel der Welt, über 50 Kilometer lang. Eine Megabaustelle, die Martin Dulich auch gerne in Sachsen hätte. Ich wünsche mir sehr, dass ich auch mal so eine Baustelle besuchen darf, und zwar in Sachsen. Ich wünsche mir sehr, dass ich eine solche Baustelle eröffnen darf, um klarzumachen, wir sind an einem Punkt in Sachsen, wo man nicht mehr zurück kann. Wir können endlich diesen Tunnel bauen. Wir können diese Neubaustrecke Dresden-Prag realisieren. Dabei überragt das Projekt hier im Grenzland zwischen Italien und Österreich die Tunnelvisionen der Sachsen und Tschechen um ein Vielfaches. 8,8 Milliarden Euro kostet der Bau. In 10 Jahren soll die Strecke zwischen Innsbruck und Bozen fertig sein. 400 Züge könnten hier dann täglich rollen. Personen, aber vor allem Güterverkehr. Wir erhoffen uns nicht nur eine Verlagerung des Schwerverkehrs, eine Erhöhung der Lebensstandards und auch eine Schonung der Umwelt, sondern wir gewinnen dadurch einfach auch Kapazitäten für den Personentransport. Tausende Lkw und Züge im Minutentakt brettern derzeit täglich durch die Alpentäler. Der Brenner ein Nadelöhr vor allem für den Schienenverkehr, wie es auch das Elbtal in der sächsischen Schweiz eins ist. Doch nicht nur deshalb können die Gäste aus Tschechien und Sachsen von den Tunnelbauern hier viel lernen. Natürlich ist für uns nicht nur die Frage der Finanzierung wichtig, sondern auch, wie man sich auf solch ein Vorhaben richtig vorbereitet, was man bei der Planung so alles beachten sollte. Da können wir uns hier so einiges abschauen, viel lernen. Hier hat man auf Transparenz und Bürgerbeteiligung gesetzt. Genau das, was ich auch tun will, denn es geht da am Schluss darum, wir kriegen nur ein solches Großprojekt in Deutschland realisiert, wenn man mit Transparenz und Bürgerbeteiligung arbeitet. Man hatte manchmal den Eindruck, dass man in Deutschland keine Großprojekte mehr machen kann. Ich will das Gegenteil beweisen. Doch dafür muss Dulich nicht nur Bürger überzeugen. Auch die Bundesregierung zieht noch nicht so richtig mit. Fehlt noch das endgültige grüne Licht aus Berlin. Ein paar Bilder aus dem bald längsten Eisenbahntunnel der Welt können als Argumentationshilfe da wohl nicht schaden. Tja, wenn Sie schon mal virtuell durch den Tunnel fahren wollen, der da im Osterzgebirge entstehen soll, dann schauen Sie bei uns im Internet vorbei. Dort finden Sie unter anderem eine Videoanimation dieses Projekts. Die B6, eine wichtige Verkehrsader in Sachsen, verbindet unter anderem Leipzig mit Dresden und führt auch durch die kleineren Orte Chemnitz, Stetsch und Kossebaude, durch die sich Tag für Tag 20.000 Fahrzeuge wälzen. Und das hat Folgen, denn jeden Morgen werden die Anwohner dort um 5 Uhr aus dem Schlaf gerissen, weshalb viele sehnsüchtig auf eine Umgehungsstraße warten, die ihnen auch längst versprochen wurde. Aber offenbar gibt es für dieses Problem keine einfache Lösung. Ein LKW an dem anderen rauscht täglich an seinem Haus vorbei. Klaus Eidam lebt seit 30 Jahren an der B6. Aber so schlimm wie zurzeit, sagt er, war es noch nie. Grüß ist wirklich wie auf einer Perlenschnur ein Auto am anderen aufgefädelt. Tagsüber ist der Verkehr so wie jetzt. Der Schwerlastverkehr, der hier täglich auch vorbeifährt, ist unerträglich geworden. Wenn wir das Fenster aufhaben im Sommer, dann knallen die LKWs richtig in die Schleusendeckel rein, sodass sie richtig gehen zusammenzucken.
Mir geht es nie gut bei der Sache als solches. Deswegen kämpfen wir mit unserer Bürgerinitiative, dass eine Umgehungsstraße hierher kommt, dass wenigstens der ganze Schwerlastverkehr von der Straße genommen wird. Versprochen wurde ihnen die Umgehungsstraße schon lange. Der geplante Streckenverlauf vom Staubecken Niederwarter an den Bahnschienen vorbei bis zur Autobahnanbindung Dresden-Altstadt. Passiert sei nicht viel. Bei der Bürgerversammlung gestern Abend warten viele gespannt, was die Firma Degis, die den Bau plant, zu sagen hat. Vor allem, warum alles so lange dauert. 2010 hatte man die Vorplanung erstellt. Das heißt, man hatte gewusst, wo die Linie, also von Niederwarter bis zur Autobahnanschlussstelle langgehen soll. Man hatte aber noch nicht gewusst, welchen Querschnitt man, in welcher Breite man diese Straße herstellen will, wo man Knotenpunkte herstellen will, welche Bauwerke man bauen will. Jetzt steht der Plan. Eine 3D-Animation simuliert, wie die Umgehungsstraße aussehen soll. Die Degis will mit der Veranstaltung vor allem die Bürger informieren, die an der neuen Strecke wohnen werden. In Mobschatz soll ein neuer Tunnel entstehen und an den Seegärten Kossebaude 6 Meter hohe Lärmschutzwände. Das stößt dort nicht auf Begeisterung. Sie bekommen etwa 20 Meter vor Ihrem Haus eine 6 Meter hohe Mauer gesetzt. Sie müssen etwa 2 Kilometer Umweg fahren, um in die Stadt zu kommen. Das ist nicht hinnehmbar. Klar wird schnell, im Saal sitzen 2 Parteien. Die Anwohner der B6 wie Klaus Eidam, die auf eine schnelle Verlegung der Straße hoffen, und diejenigen, die sich Sorgen machen wegen der neuen Straße. Im positivsten Fall könnte die neue B6 im Jahr 2027 fertig sein, sagt die Degis, wenn es im Planfeststellungsverfahren keine Klagen gibt. Das hatte sich Timo Werner ganz sicher etwas anders vorgestellt gestern Abend. Zwar konnte der Stürmer von RB Leipzig gegen England sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft feiern. Allerdings hatte er beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski nur selten die Gelegenheit, sich mal so richtig in Szene zu setzen. Bundestrainer Löw bescheinigt ihm zwar wahnsinnig viel Laufarbeit, wie er gesagt hat, aber dafür hat er dann offenbar einen hohen Preis bezahlt. Denn Werner zog sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu, musste nach 77 Minuten ausgewechselt werden und fehlt RB Leipzig damit mindestens für die nächsten 3 Ligaspiele. Sehr zum Ärger von Trainer Hasenhüttl. Suboptimal. Es ist natürlich Katastrophe, wenn man so ein Spieler dann jetzt in der Phase verliert auch noch. Aber es war das erste Länderspiel jetzt und folgen jetzt noch ein paar von anderen Spielen. Dann hoffen wir mal, dass die wenigstens unversehrt zurückkommen. E-Golf in Dresden. Anfang April soll der erste Elektrogolf in der gläsernen Manufaktur vom Band rollen. Im Mai könnten dort täglich 35 Fahrzeuge gebaut werden, sagte ein VW-Sprecher. Die gläserne Manufaktur war 2001 zur Herstellung des Phaeton errichtet worden. In den zurückliegenden Monaten wurde sie für 20 Millionen Euro umgebaut. Mehr Tuberkulosekranke. In Sachsen hat es im vergangenen Jahr 212 Fälle von Lungentuberkulose gegeben. Wie das Sozialministerium mitteilte, waren das 12 mehr als 2015. Damit liegt Sachsen unter dem Bundesdurchschnitt. Stellenabbau. Die Takata Sachsen GmbH will in ihren Werken in Freiberg und Döbeln 150 Stellen streichen. Das hat ein Unternehmenssprecher bestätigt. Grund seien erhebliche Umsatzrückgänge bei den Airbags nach einer Rückrufaktion. Von den Entlassungen sind Zeitarbeitskräfte betroffen. Betriebsbedingte Kündigungen will Takata vermeiden. In Leipzig ist heute ein Prozess zu Ende gegangen, bei dem die Beweislage zumindest auf den ersten Blick eindeutig schien. Angeklagt war ein 65 Jahre alter Mann, der eine reiche Witwe gepflegt hat, der sogar in ihrem Testament bedacht war und dem vorgeworfen wurde, die Frau mit einem Kopfkissen erstickt zu haben. Genau das hatte der Mann sogar zugegeben. Und dennoch hatte das Gericht eine ganz entscheidende Frage zu klären, nämlich war es Mord aus Habgier oder doch Töten auf Verlangen? Knapp 2 Stunden plädierten Verteidigung und Staatsanwaltschaft am Leipziger Landgericht. Ungewöhnlich lang, zumal bei dem Mord aus Habgier die Beweislage erdrückend war und der Angeklagte die Tat an der 90 Jahre alten Frau gestanden hatte. Er soll, so die Anklage, mit einem mit Äther getränkten Tuch das Opfer zunächst betäubt und danach mit einem Kissen erstickt haben. Soweit die Anklage, doch offenbar war der Fall juristisch nicht so eindeutig. Im Sommer 2016 wurde in dieser edlen Villa im Leipziger Südosten die Witwe Edith A. von ihrem Physiotherapeuten Wolfgang H. mit einem Kopfkissen erstickt. Am nächsten Morgen rief der Therapeut selbst die Polizei.
Laut Testament des Opfers sollte Wolfgang H. 100.000 Euro erhalten. Doch nicht aus Habgier habe er die Frau umgebracht, sondern auf ihren ausdrücklichen Wunsch. Die Hinterbliebenen des Opfers bezweifeln diese Darstellung. Ich glaube, dass Tante Edith nicht sterben würde. Doch in der Tatnacht war es der Wunsch von Edith H., dass ihr Physiotherapeut bei ihr bleibt. Sie habe dann ihren Todeswunsch geäußert. Der Angeklagte bereut seine Tat, hat sich bei der Familie entschuldigt. Dass er im Testament bedacht wurde, habe er nicht gewusst. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Strafe für Mord aus Habgier. Der Verteidiger 2 Jahre auf Bewährung für Töten auf Verlangen. Am Nachmittag fiel dann das Urteil. Wolfgang H. muss wegen Totschlags 7 Jahre ins Gefängnis. Seit dem 12. Jahrhundert thront sie über dem Ort, die Burg von Hohnstein in der Sächsischen Schweiz. Mitte der 20er Jahre zog hier erstmals eine Jugendherberge ein. Und auch heute können dort wieder Reisegruppen und Schulklassen übernachten. Fragt sich nur, wie lange noch? Denn nachdem das Gästehaus vor 10 Jahren Insolvenz anmelden musste, steht die Burganlage nun endgültig vor dem Aus. Im November soll sie nämlich schließen. Es sei denn, es findet sich doch noch ein neuer Betreiber. Man möchte meinen, hier laufe das Geschäft ganz normal. Eine Schulklasse reist an der Burg Hohnstein an. Sie wollen hier wie die Ritter hausen. Der Schlafsaal scheint den 90er Jahren entsprungen und ist sehr beliebt. Von Montag bis Freitag sind wirklich in der Spitze bis zu 200 Schulkinder hier auf der Burg. Und da ist tüchtig Trubel und tüchtig Belegung und insgesamt kann man sagen, sie kommen eigentlich aus ganz Deutschland. Also sind sächsische Schulklassen, es sind aber auch welche aus Hamburg, aus Bayern. Also in der Hinsicht ist es wirklich so beliebt, dass die Leute eben aus der ganzen Republik kommen. Fast täglich gehen hier Übernachtungsanfragen bis ins kommende Jahr ein. Doch Ende dieser Saison soll die Jugendburg nach fast 100 Jahren die Türen schließen. Dadurch dürfen Buchungen über den November hinaus nicht mehr angenommen werden. Von Tag zu Tag wird eigentlich die Perspektive schlechter, weil egal wie auch immer dann die Situation sein wird, ob es einen neuen Betreiber gibt, ob es einen neuen Eigentümer gibt oder wie auch immer, wenn das als Jugendherberge eben weiter betrieben werden soll, muss natürlich auch Gäste da sein. Fast 30.000 Übernachtungen jährlich würde Hohnstein mit der Burg verlieren, ein Drittel aller Schlafgäste im Ort. Seit Ende des vergangenen Jahres ist das Schließungsdatum bekannt. Doch der Eigentümer der Burganlage, der Landkreis Sächsische Schweiz, habe seither nichts unternommen, um einen neuen Betreiber zu finden, so der Bürgermeister. Jetzt käme aller Aktionismus womöglich zu spät. Der Landkreis hat keine Nutzeralternativen bis dato. Man will ein Interessenverfahren starten, man will vermarkten, man will erkunden. Nur das ist jetzt in den 6 Monaten bis zum Ende des Betriebes hier nicht mehr umsetzbar. Nun will die Gemeinde zumindest übergangsweise den Betrieb der Burg übernehmen. Doch nach fast 10 Jahren in Insolvenz muss viel getan werden. Ein Gebäude braucht ein neues Dach, es fehlt an zeitgemäßen Brandschutz. Der neue Betreiber bräuchte ein dickes Portemonnaie. Wir müssten sofort ca. 2,5 Millionen Euro in der Burg investieren, um den Betrieb der Burg sicherzustellen. Eine Komplettsanierung der Burg ist teurer. Da rechnen wir mit Kosten von ca. 12 Millionen Euro. Anfang April will der Kreistag über die Burg Hohnstein beraten und dann die Betreibersuche beginnen. Reichlich spät, um die Burg für die kleinen Gäste und die 20 Angestellten hier zu retten. Sie sind zwar nur eine Ansammlung feinster Wassertröpfchen, doch für die Wettervorhersage spielen Wolken eine immens wichtige Rolle, beeinflussen unser Klima maßgeblich, weshalb der heutige Weltwettertag auch ganz im Zeichen der Wolken steht. Und ein Ort, an dem man den Wolken auf den Grund geht, ist das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig, wo wir 3 Wissenschaftler getroffen haben, die gerade von einer außergewöhnlichen Reise zurückgekehrt sind. 3 Monate waren sie auf hoher See rund um den Südpol. Silvia Henning, Markus Hartmann, André Weltes. Zu erforschen, wie sich Wolken quasi in unverschmutzter Atmosphäre bilden, war für die Leipziger unglaublich spannend. Wir sind in die Antarktis gefahren, um dort praktisch den Hintergrund zu messen. Wie sauber ist die Luft, wenn der Mensch seine Finger nicht im Spiel hat? Und sie ist unglaublich sauber und das kann ich zum Beispiel in diesem Video zeigen. Also das ist jetzt eine Tasse mit heißem Tee und wie Sie sehen, sehen Sie keinen Dampf. Wenn ich keine Partikel in der Luft habe, habe ich auch keine Kondensation auf Partikeln. Wenn ich jetzt aber mit dem Feuerzeug meine Partikel künstlich erzeuge, habe ich plötzlich den Dampf in der Luft.
Und das ist einfach, weil die Kondensation jetzt stattfinden kann. Ich habe eine Oberfläche, wo der Wasserdampf drauf kondensieren kann. Ziel der Expedition, die vom Schweizer Polarinstitut organisiert wurde, war, die Auswirkungen des Klimawandels und die Verschmutzung des Südpolarmeeres zu untersuchen. 55 Experten aus 30 Ländern waren an Bord des russischen Forschungseisbrechers Akademik Dreschnikow. Nicht immer lief alles reibungslos. Es waren nicht nur Atmosphäre, nicht nur Meeresbiologie, sondern halt wirklich verschiedene Leute aus verschiedenen Feldern, die zur gleichen Zeit dann versucht haben, ihre Forschung zu machen. Und das alles unter einem Hut zu bringen, das war dann auch eine große Herausforderung. Die Route hatten sich die drei Wissenschaftler geteilt. Markus startete in Kapstadt, Silvia sticht in Hobart in Australien in See, André im chilenischen Punta Arenas. Und jeder brachte einen anderen Lieblingseindruck mit. Die Highlights waren vor allem die Inseln, die wir besucht hatten. South Georgia war eine Insel, wo viele Wissenschaftler an Land gehen konnten. Und da in einer Pinguinkolonie zu stehen oder die Seeelefanten von nahem zu sehen, das war schon ein spezielles Erlebnis. Während im Hintergrund die Sonne unterging und auf der anderen Seite der Mond an der Flanke vom Berg wieder aufging. Also das ist schwer zu toppen. In Leipzig werden die auf der Reise gesammelten Daten nun analysiert. Und nebenbei freut man sich schon auf die nächste Expedition im Sommer. Da geht's für die Wolkenforscher an den Nordpol. Entlassungen geplant. Der Speziallampenbauer Vossler in Plauen trennt sich von fast einem Drittel seiner Belegschaft. Wie auf einer Betriebsversammlung informiert wurde, müssen etwa 100 der 330 Mitarbeiter gehen. Mit dem Personalabbau sollen drohende Umsatzeinbußen kompensiert werden. Um den Standort sanieren zu können, wurde Anfang Februar Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Frühlingsmesse eröffnet. Auf der Messe Dresdner Ostern zeigen seit heute 350 Aussteller ihre Angebote rund um die Themen Garten, Tiere und Kunsthandwerk. Zeitgleich präsentieren Orchideenzüchter aus 4 Kontinenten über 20.000 Pflanzen und geben Tipps zur Züchtung und Pflege. Die Messe ist bis zum Sonntag geöffnet. Seit heute sind die Tore der Leipziger Buchmesse wieder weit geöffnet. Bis Sonntag treffen sich hier Autoren, Verlage, Literaturliebhaber. Und gleich am ersten Tag wurde der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. In der Kategorie Belletristik gewann Natascha Wodin für ihren Roman »Sie kam aus Mariupol«. Weitere Preisträgerin sind die Sachbuchautorin Barbara Stolberg-Rehlinger, die ausgezeichnet wurde für ihre Biografie über Kaiserin Maria Theresia, und auch die Übersetzerin Eva Lüdi-Kong hat einen Preis erhalten. Ja, und das Besondere an der Leipziger Buchmesse ist ja, dass sich Leser und Autoren hier ganz nahe kommen können. Entsprechend umlagert sind auch immer die Stände der verschiedenen Verlage, die, wenn man so will, hier in Leipzig ihre Frühjahrskollektion präsentieren. So ganz heimlich träumen die Veranstalter der Leipziger Messe von einem neuen Besucherrekord. Sie möchten gerne die 200.000er-Marke knacken. Der erste Besuchstag wird sie optimistisch stimmen, die Menschen strömen in die Leipziger Hallen. Dicht umlagert sind die Lesungen. Zu Gast beim Mitteldeutschen Rundfunk der Schweizer Autor Martin Sutter. Als mir klar wurde, dass ich diese Geschichte über den rosaroten winzigen Elefanten schreiben wollte, musste das ein Alkoholiker sein, der das findet, weil da gefiel mir einfach die Vorstellung, dass er denkt, jetzt muss ich aufhören zu saufen, wenn ich schon leuchtende kleine Elefanten sehe. Sutters Roman ist ein Märchen. Er setzt sich darin mit den Grenzen und den Chancen der Gentechnologie auseinander. Natürlich startet auch eine Vielzahl sächsischer Autoren in die neue Buchsaison. Die wichtigsten hat der MDR-Kulturredakteur Andreas Berger bereits gelesen. Mit Clemens Meyer, der hier auch schon den Leipziger Buchpreis gewonnen hat, haben wir natürlich den Lokalmatadoren da mit einem neuen Band Erzählung, die stillen Trabanten, rau wie die Wirklichkeit, aber auch sanft wie die Hoffnung. Wir haben Sabine Ebert mit ihrem Historienroman Schwert und Krone, sensationell gestartet in den Bestsellerlisten. Und nicht zu vergessen Katrin Weber, die Leipziger Kabarettistin und Sängerin, die ihre Autobiografie geschrieben hat. Sie werden lachen und sie werden wirklich lachen, wenn sie das Buch lesen. Ernster wird es bei Sebastian Krumbiegel, dem Frontmann der Prinzen, Courage zeigen. Und wer Sebastian kennt, der weiß, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Das tut auch der Schauspieler Walter Plate nicht und bewirbt in Leipzig seine Autobiografie. Im Gespräch gibt er Einblick in sein Handwerk.
ein schauspielerischer Vorgang, sage ich mal, den muss man erst mal herstellen. Und ob das vor der Kamera jetzt passiert oder auf der Bühne, egal, er muss hergestellt werden. Bloß der Mittel, derer ich mich bediene, sind natürlich im Theater andere als vor einer Kamera. Da kann man differenzierter agieren, nicht wahr, Kollege? Und auf der Bühne muss das ein bisschen größer sein. Für 4 Tage bilden die Weltliteratur und das Triviale jetzt eine Wohngemeinschaft in Leipzig. Gehen Sie doch mal vorbei. Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. So ziemlich jeder Schüler muss im Unterricht diese Zeilen irgendwann mal vortragen. Aus dem Zauberlehrling, eines der bekanntesten Gedichte von Goethe über einen jungen Zauberer, der sich mit Hilfe eines Besens in der Zauberkunst seines Meisters versucht. Und jetzt wird diese Ballade sogar verfilmt, als Vorlage für ein Märchen, das aktuell in Görlitz gedreht wird. Ruhe bitte und bitte! Szene 39, Take 2. Der Zauberlehrling, gespielt von Max Schimmelpfennig, im Gespräch mit seinem Lehrmeister, dem guten Zauberer Zacharias. Im Film sind beide ein Team und nicht Gegenspieler wie in Goethes Ballade. Ansätze des berühmten Gedichts sind aber auch in der Geschichte des Zauberlehrlings enthalten. Und der Untermarkt in Görlitz ist die perfekte Märchenkulisse. Hier sind eben 2 Zauberer, ein guter und ein böser. Und ich bin der gute Zauberer, der eigentlich, weil er einmal versagt hat, aufgehört hat zu zaubern und nur noch so in der Apotheke arbeitet und aber dann Umstände halber gezwungen ist, doch wieder zu zaubern. Einer darf auf keinen Fall fehlen, der berühmte Besen. Auch im Märchen hat er eine tragende Rolle, deshalb musste es ein echter sein. Ich habe mir dann ein bisschen Anschauungsmaterial geholt und bin auf die Idee gekommen, das auch in dem Film zu machen, dass der Besen von Puppenspielern bewegt wird. Diese Puppenspieler sind komplett in einem grünen Kostüm, Gesicht geschlossen grün. Es gibt eine ganz bestimmte Grünfarbe, die man hinterher am Rechner sehr gut rausfiltern kann. Wie das dann fertig aussieht, das kann man sich Ende des Jahres im Fernsehen anschauen. Noch wird aber gedreht, insgesamt 22 Tage. Nach Görlitz ist Bad Muskau als Kulisse dran. Für Max Schimmelpfennig ist es die erste große Hauptrolle. Ein absoluter Traum. Dafür muss er, der noch Schauspielstudent ist, aber ganz schön jonglieren. Ich habe da jetzt schon ein bisschen Übung, sag ich mal, die Projekte, die ich angeboten kriege, so, sag ich mal, darzustellen meinen Professoren gegenüber, dass ich denen klar machen kann, dass mich das weiterbringt, dass es doof wäre, das abzusagen. Max und auch seine Gegenspielerin Pauline Renevier haben schon etliche Filme gedreht, meistens aber Krimis oder andere reale Geschichten. Das Genre Märchen beflügelt beide, weil sie sich so richtig austoben können. Wenn man so Motive hat wie wirklich Liebe und Hass und einfach auch diese ganzen Heldenreise so mitzuerleben und auszuschmücken, ist total schön. Das Team möchte auch die ganz großen Gefühle beim Publikum wecken. Deshalb wird gefeilt bis ins Detail. Und das ganz ohne Zauberei. Und das war's von uns für heute. Gleich hat Stefanie Meister noch die Wetteraussichten. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin und schönen Abend noch. Tschüss.